Und dann sehe ich, das ist Kalibri und ich möchte es jetzt zum Beispiel ändern in Areal. Servus, grüßt euch. Ich hatte gerade eine Anfrage von der Britta Schneider vom Behringer Ingenieure aus München. Da ist die Homepage übrigens im Hintergrund. Und da gab es eine berechtigte Frage, wie kann man Schriftarten oder Stifte in der Legende ändern? Und es geht ja um meine Legenden von den Subparts. Und die könnt ihr euch kostenfrei auf der Homepage herunterladen unter subgrad.de, also www.subgrade. Dann einfach auf diesen Download Subparts Button klicken und diese Legenden herunterladen. Wie ihr das Ganze installieren könnt, die Legenden, dafür gibt es ein anderes Video. Heute geht es ja um die Änderung der Legenden, aber ich wollte bloß nochmal platzieren, hier sind die Legenden für euch kostenfrei zur Verfügung. In Alban habt ihr die Möglichkeit, Legenden zu modifizieren. Genau das geben wir in unsere Suchzeile ein, damit wir den richtigen Befehl oder die richtige Funktion finden. Die führen wir einmal aus. Und jetzt müssen wir unsere Legende erstmal suchen. In meinem Fall habe ich die im Büro Standardordner abgespeichert und deswegen bestätige ich das Ganze mit OK. Suche mir die Legende meiner Wahl aus. Bevor noch eine Frage kommt, was ist der Unterschied zwischen Einbauteile und Einbauteile V2? In der V2 habe ich die Zeilen in zwei Zeilen. Ich komme, ich zeige es einfach mal. So sieht man es besser. Ich habe die, hier ist die Antwort 1 und 2 hinterlegt und davor war das nur eine Zeile. Da habe ich aber weniger Platz gehabt, deswegen habe ich es auf zwei Zeilen aufgeteilt und habe jetzt mehr Platz für diese Antworten. Ja, und jetzt möchte ich aber das Ganze hier verändern. Ja, kaum ist mir in dem Modifizieren drin, dann kommt da so ein komisches Teilbild, sage ich jetzt einfach mal, weil das nicht das offizielle Teilbild ist, in dem wir uns befinden. Da kann ich das maximieren über diesen Button. Moment, hier. Und hier oben seht ihr die Formel, die eingegeben wurde, wie die Legende ausgewertet wird. Das können wir aber jetzt erstmal ignorieren, weil wir wollen jetzt eigentlich nur an Kosmetik ran. Und hier können wir die ganzen Formeln verändern. Wir können hier linksbündig, rechtsbündig, untenbündig machen. Aber wenn wir auf diesen Pfeil klicken, hoppala, ich habe jetzt aus dem Rechtsklick gemacht. Wenn wir auf diesen Pfeil klicken, dann kommen wir hier in diese Auswahl. Und hier können wir nochmal gute alte Punkt modifizieren. Wir können da Stift und sonst irgendwas einstellen und auch Text modifizieren. Beziehungsweise Textparameter. Und genau das möchte ich jetzt machen. Am besten hole ich mir über die Pipette hier einen Text ab. Und dann sehe ich, das ist Kalibri und ich möchte es jetzt zum Beispiel ändern in Areal. Einmal bestätigen. Die Texthöhe lassen wir bei. Vielleicht noch hier 1,25 und dann einmal drüber fahren. Und dann schauen wir uns an, passt das alles vom Abstand? Haben wir genug Platz überall? Dann sehe ich, hier ist ein bisschen verzerrt oder ist zu nah dran. Ne? Vielleicht können wir entweder von der Schriftgröße noch was ändern oder wir legen das Ganze nochmal in ein Teilbild ab und verschieben das Ganze. Da bin ich aber jetzt ehrlich gesagt ein bisschen zu faul dafür. Das ist mir zu viel Aufwand. Deswegen ändere ich einfach die Schriftgröße ab in 1,25 und ziehe das Ganze hier nochmal im unteren Bereich drüber. Macht da irgendwie Sinn, dass das obere fett ist und das untere kleiner. Und jetzt passt es mir vielleicht. Jetzt escape ich einmal mit Escape nochmal. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, das zu verwerfen. Alles, was ich gemacht habe, ist dann für die Cuts. Oder wir speichern das Ganze. Wenn wir es im aktuellen Dokument ablegen, Dokument ist immer das Teilbild, dann können wir das Ganze nochmal im Teilbild abspeichern und nochmal neu modifizieren, neue Sachen hinzufügen. Wollen wir aber jetzt nicht, wir wollen ja nur speichern. Und jetzt haben wir die Schrift dort einfach geändert. Und wenn wir jetzt die Legende auswählen, dann ist auch die neue Schriftart vorhanden. Das heißt, jetzt habe ich hier, jetzt kontrolliere ich nochmal, ob hier alles passt. Aha, ich habe bei der Echo Box habe ich vielleicht keinen Kurztext hinterlegt, ansonsten überall schon. Der passt alles. Hier alles zweireihig jetzt, Hersteller übergreifend, Stückzahlen kommen alle raus. Wunderbar, das passt, so gefällt es mir. Ihr könnt es natürlich auch hier Füllflächen hinterlegen, ihr könnt es jegliche Möglichkeiten anpassen. Eins sei nur besagt, ein letzter Tipp noch, wenn ihr Legenden jetzt ablegt, dann könnt ihr ab der 24er Version hier bei Teilbilder einstellen, welche Teilbilder werden denn belegt. Und dann könnt ihr nämlich sagen, zum Beispiel ich gehe jetzt auf mein Modell,
wähle mir die aktiven Teilbilder aus und sage, ich möchte nur Teilbild auswerten, zum Beispiel von der Decke. Und alle anderen sollten deaktiviert werden. Und jetzt werden auch nur die Teilbilder von der Decke ausgewertet. In meinem Fall sind es Kragenplattenanschlüsse und Durchstandsbewehrungen. So viel dazu. Liken nicht vergessen und jetzt ab zur Endcard und das nächste Video anschauen. Danke, euer Peter. Ciao, ciao. Servus.